was hast. So, deswegen hat der schnelle Stier einen riesigen Vorteil gegenüber dem starken. So, und ich muss mir natürlich wieder selbst schaden, weil es die anderen nicht gut genug hinkriegen. Error. Ich war schon wieder so ein. Was geht hier vor? Was hast du? So kommt, muss dein Licht auch mal loswerden. Der Meister steht hinter dir. Ja, und ich habe auch einen Meister. Scheiß Fanatiker. So, die Drehungen hauen noch nicht. Ich bin jetzt in der Burg. Sieht aus, als hättest du dich hier unten um alles gekümmert. Wo bist du gerade? In einem Hangar. Okay, dann bin ich gleich bei dir. Übrigens, dieses Gleich zieht sich ziemlich hin. Also, das dauert so ewig lange. So, haben wir Munition? Voll. Den können wir uns natürlich mal wieder gönnen. Aber das Ding hält eh nie lange, also... Voll. Warum steht denn hier noch einer? L? Das Ding können wir nicht benutzen, also gehen wir mal die Kiste rein. Sind Sie einer von uns? Ja. Was geht hier vor? Was hast du denn drauf? Na, die benutzen nur den mittleren Stil. Bein abgesäbelt. Der ist ganz schön Bein dran. Komm, war der wieder witzig. Au. Das Ding muss lange halten. Dem dürfen wir uns sicherlich mehrfach stellen, denn der ist sowas und stark. Der haut uns so kaputt. Er hat nämlich zwei Schwerter. Du findest durch mich den Tod. Da bin ich mir auch sicher. Hey, ich habe ihm Schaden gemacht. Ich bin stärker als du. Nein, das bezweifle ich. Ich habe ihn fehlen lassen. Ich muss aus seiner Reichweite raus, sonst regeneriert er nämlich wieder Lebenspunkte. Ja gut, das war so ein bisschen langweilig, so, weil ich ihn die ganze Zeit geblitzt habe. Aber durch die Rage verringert man seine Lebenspunkte sehr, sehr stark, muss ich mal dazu sagen. Oh, der Raum ist cool. Au. Löppel. Ich kann hier immer noch raus. Löppel? Jetzt kann ich hier nicht mehr raus. Stufe 1 erledigt. Oh, Stufe 2. Erledigt. Stufe 3. EMP rausführen. Danke. Au. Für Stufe 4. Golems fertig machen. In dem kann man keine Lebenspunkte mehr ziehen. Verdammt, ich hatte jetzt beide erwischt. So von wegen Liebstrainingszone. Verdammt, ich wollte eigentlich auf F2 kommen. Kopf ab.
Das war wirklich mal wieder sehr, sehr schwer, muss ich dazu sagen. Das fand ich wirklich immer schwer. Schon immer. Und das, obwohl ich hier erst den Padawan-Schwierigkeit spiele, wie vielleicht einige von euch schon wieder vergessen haben. Aber das ist wirklich so. Aber ich möchte ja mich auch ein bisschen darauf konzentrieren können, euch etwas zu erzählen, statt irgendwie super toll zu kämpfen. Deswegen mache ich bei Let's Plays eigentlich immer die geringste Schwierigkeitsstufe. Ich hab meine schwere Blasterpistole jetzt ja wieder. Headshot! Stirb, Jedi! Wenn ihr keine Macht einsetzen wollt. Okay. Das wird der nächste schwere Gegner. Den hat wieder zwei Schwere. Was war das denn gerade für ein Idiot? Hurra, ich kann dir nicht so ein bisschen erzählen, ich möchte nicht ungern sterben. Da macht dir jemand Vader nicht sonderlich. Wie gut bist du denn wirklich? Besser als du. Oh ja, das stimmt. Aber wer könnte Vader nicht gemocht haben? Die Frage lasse ich mal offen. Die könnt ihr euch sicherlich alle denken, die Antwort. Jeder! Bis auf Luke. Oh, wollen wir cool sein? Oh Gott, wir sind jetzt mal richtig cool. Ich spüre dich, Jedi. Ich sehe dich, ich brauche dich gar nicht erst zu spüren. Was kann ich euch auch uns mal zeigen? Hier, macht Sensitivität. Hier sehe ich auch, da unten ist ein Druide und da ist da noch was, da ist ein Gegner und so. Setze ich allerdings ja viel zu selten ein, aber das ist auch vollkommen egal. Das braucht man eigentlich überhaupt nicht. Na? Ein Schwert. Ich kriege mal locker platt. So. Wie gut bist du denn wirklich? Habt ihr den gesehen? Aus der Luft geschnappt. Dem geht's nicht mehr so gut. Ach, stimmt, das war ja der Typ, der da oben runtergefallen ist. Der kommt normalerweise hier raus. Ich kann übrigens sagen, wir haben das Level fast geschafft. Das ist der schlimmste Gegner überhaupt. Hast du Angst vor mir? Nein, aber du hast ein Doppelschwert, was ich gerne hätte. Ja, ich habe ihn direkt beim ersten Mal platt gemacht. Schneller Stil FTW. So, wir holen uns mal eben wieder. Gleich jetzt übrigens Blitzeralarm. Ganz schnell an. Oh, ich kann Munition aufladen. Aber das mache ich in einer komplett eigenen Folge. Also bis zur nächsten Folge von Star Wars Jedi Knight 3 Jedi Academy, mit der wir uns die Wahl stellen müssen. Tschüss.